uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Pero Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ja, wir spielen heute das erste Mal Train Sim World 5, also fast, nämlich das Starterpack. Wir werden ein bisschen darüber reden, worum es da geht. Die Musik allerdings geht mir so ein bisschen auf den Sack und bevor es da irgendwas gibt, was uns da, was uns hier angekreidet wird auf YouTube, werde ich die mal ganz kurz ausmachen. So. Ja, reicht ja auch zum Intro, ne? So ein bisschen Musik, mehr brauchen wir jetzt nicht. So, wir gehen mal zur Hauptseite und werfen mal einen ersten Blick auf die ganze Kiste. Im Vorweg, ich habe gehört, mir ist zu Ohren gekommen, es gab das ein oder andere Problem mit dem Implementieren der älteren Strecken. Dieses Problem scheint sich auf die Xbox-User zu beschränken, also von PlayStation, wo wir das Ganze spielen, also hier jetzt auf der PlayStation 5, habe ich nichts mitbekommen. Soweit ich sehen konnte, sind meine Strecken auch tatsächlich alle übernommen worden. Was natürlich ganz wichtig ist, wenn ihr das kostenlose Set installiert, ne? Natürlich euer entstandenes bzw. bereits existierendes Profil bei Dovetail bestätigen, mit einem Klick einfach auf euer Icon auf dem Bildschirm und dann verlinkt er sich und dann könnt ihr alle eure DLCs installieren. Wie gesagt, auf der PlayStation scheint das ohne weiteres zu funktionieren. Xbox, ja, scheinbar gibt es da irgendwie Serverprobleme. Ich weiß es nicht. Wenn jemand von euch da mehr weiß, gerne mal einen Kommentar. Würde mich freuen. Ne, vielleicht weiß der eine oder andere ja Bescheid, was da los ist. Gut, nachdem wir das hier schon mal im Vorweg geklärt haben, das Video kommt heute ziemlich spät, wie ihr seht, was seinen Grund hat. Ich musste natürlich heute arbeiten und konnte erst dann mit dem Download anfangen. Natürlich nicht nur von dem kostenlosen Set, sondern natürlich auch von meinen ganzen DLCs, die ich implementieren musste. Das hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt wieder da. Gleich vorweg, was könnt ihr nicht? Das ist nämlich ziemlich schnell gesagt. Dieses kostenlose Set ist keine Vollversion von Train Sim World 5. Das müssen wir einmal ganz deutlich sagen. Ihr könnt eure alten Strecken schon mal sozusagen implementieren in Train Sim World 5 und habt einige Features, wie zum Beispiel das Trainingszentrum. Das habt ihr tatsächlich mit den unter anderem neuen Loks. Da werden wir auch gleich nochmal reingucken. Und ihr könnt einige neue Features auch auf euren Strecken anwenden. Allerdings nicht jetzt den Schaffnermodus zum Beispiel oder das freie Spielen oder die brandneue digitale Anzeige beim Fahren. Die bleibt den Besitzern von einer Vollversion von Train Sim World 5 vorbehalten. Das heißt, wenn ihr bis jetzt nur dieses kostenlose Set habt, müsst ihr zumindest eine Originalstrecke von Train Sim World 5 besitzen, damit diese zusätzlichen Features aktiviert werden. Na, also entweder diese deutsche Version oder die UK-Version, da gibt es ja auch diese kleineren abgespeckten Pakete, ihr müsst ja nicht unbedingt das Standardpaket nehmen. Das geht auch. Ne? Dann sind es aber eben halt trotzdem 35 Euro oder sowas. Kommt ihr nicht dran vorbei. Ne? Also es gibt hier nicht die Vollversion mit allen Versionen und Möglichkeiten geschenkt. Ne? Also das muss ich gleich mal ausräumen hier, das Missverständnis. Guti, ansonsten sehen wir ein recht aufgeräumtes Menü. Und eigentlich doch wohl bekannt. Wir haben wieder hier oben links die Reisen, die man aufnehmen kann. Zuletzt gespieltes wieder aufnehmen. Da sehen wir einen der neuen Züge. Haben wir natürlich noch nichts hier, unser Flixtrain. Ja, und links natürlich das Angebot für die Special Edition. Werbung muss ja sein. Zu den Zügen brauche ich nicht erklären. Das kennt ihr. Creators Club ist euch auch bekannt. Den könnt ihr übrigens schon nutzen. Den neuen Creators Club für Train Sim World 5. Der ist tatsächlich auch mit inklusive. Und natürlich das Trainingszentrum. So, da schauen wir gleich mal als erstes rein. Und gehen wir mal hier in die Tutorials. Hier haben wir die Grundlagen, das ist jetzt allgemein, wie man sich bewegt. Also ich glaube, ich traue euch allen zu, dass ihr mittlerweile über die Map laufen könnt. Deshalb nehmen wir das mal weg. Was sehr schön ist,
Es gibt jetzt nicht nur bildlich und dargestellt Informationen, sondern auch zum Nachlesen. Zum Beispiel hier über britische Sicherheitssysteme, über deutsche Sicherheitssysteme. Das Kapitel ist dann immer ein bisschen länger, auch wenn es nicht so aussieht. Also hier zum Beispiel SIFA, PZB, LCB. Hier haben wir die US-Sicherheitssysteme. Also ihr könnt euch da dumm und dämlich lesen. Und ihr könntet theoretisch da auch den Schaffnermodus trainieren. Das funktioniert aber erst, wenn ihr, wie gesagt, eine der Vollversionen besitzt von TrainSim World 5. Obwohl, ich habe gesehen, dass es das ein oder andere Tutorial von der einen oder anderen Map gibt. Da könnt ihr einmal kurz den Schaffner-Modus spielen, wo ihr zum Beispiel die Türen als Schaffner schließen müsst. Das habe ich durch Zufall gesehen. Ich weiß nicht, ob das Standard ist. Wir gehen jetzt einfach mal hier in die Grundlagen und schauen uns mal den Fahrgastbetrieb an. Weil gerade diese Sicherheitssysteme, ne, das war für viele oder ist für viele ja immer noch ein großes Fragezeichen. Gerade natürlich das deutsche Sicherheitssystem ist sehr, sehr umfangreich, ne? In diesem Trainingsmodul lernen Sie die Grundlagen des Fahrgastbetriebs in diesem Class 323 Elektrotriebzug. Dieser Teil des Trainingszentrums ist die Metroschleife und wird in erster Linie für das Lokführertraining für Personenzüge genutzt, die Ja, allerfeinstes Wetter, Peru Place, nur echt mit Regen, Donner und Blitz. Er besteht aus zwei Bahnsteigen. In diesem Modul werden wir eine komplette Runde fahren und das Anhalten an beiden Bahnhöfen üben. So, das machen wir mal ganz Wenn Sie lustig. bereit sind, öffnen Sie die Tür und steigen Sie in den Zug ein. Jawohl, ja. Also ihr erhaltet hier einige neue Züge, zum Beispiel Dampfloks oder einige neue Elektro-Commuter oder auch Loks, die ihr trainieren könnt, aber eben halt noch nicht auf der Strecke fahren könnt. Aber immerhin, Übung macht ja bekanntlich den Meister, nicht wahr? Denken Sie immer daran, die Lokführertür zu schließen, wenn Sie in den Führerstand steigen. Einige So, hier oben links sehen wir das neue, etwas aufgeräumtere Display. Um das Führerpult zu entriegeln, stecken Sie den Hauptschlüssel ein und aktivieren Sie ihn. Genau. So, das kennen wir ja bei den englischen Loks, ne? So, Hauptschlüssel rein. Schalten Sie die Fahrgastraumbeleuchtung ein, damit die Fahrgäste nicht in einen dunklen Zug einsteigen müssen. Ah, nur die Harten kommen in den Garten. Nee, wo ist dieses Licht? Wo ist das Licht? Muss ich jetzt wieder aufstehen? Nein, okay. Okay. Damit die Fahrgäste in den Zug einsteigen können, müssen sie die richtigen Türen öffnen. Um die Knöpfe für die Türfreigabe im Führerstand zu benutzen, müssen sie zuerst den Türschlüssel einstecken und dann in die Einposition drehen. Ja, ich habe das jetzt mal gelassen und das Ganze hier manuell gemacht, aber das mag er nicht. Besonders tatsächlich. Hallo, gehst du mal von meinem Sitz runter, mein lieber Freund? Ich glaube, es hackt. Moment, Moment, Moment. Hallo? Was macht der Kerl in meinem Zug? Raus da! Ich glaube, es hackt. Oder bin ich das? Ich sehe doch nicht so komisch aus, oder? Tatsächlich, das bin ich. Wieso komme ich jetzt. Warte mal. Dann machen wir hier schnell die Tür wieder zu. Wieso komme ich jetzt mit der Ansicht nicht wieder zurück? Das ist jetzt witzig. So, jetzt. Gottes Willen. So, wo hat er denn jetzt hier seine Schlüsselsteuerung? Kann man das irgendjemand mal erklären hier? Türschlüssel auf ein. Ne, das ist der Knopf. Das Ding hier bin ich tatsächlich noch nie gefahren, glaube ich. Deshalb nicht wundern, dass ich hier ein bisschen Schiete mache. So. Der Bahnsteig links befindet, drücken Sie die Taste zur Freigabe der linken Türen. Ach, jetzt geht das, oder was? Jetzt darf ich. Also, es wäre jetzt auch ohne gegangen, ne? Ja, das seht ihr jetzt gerade auch hier, ne? Scheibenwischer wäre nicht Das schlecht. Wetter ist ziemlich schlecht geworden. Schalten Sie Eben. die Scheibenwischer ein. So, dann lass mal gucken. Wo ist das ganze Gedribbel hier? Die
Führerstandsbeleuchtung ist derzeit eingeschaltet. Stellen okay. Sie sicher, dass sie ausgeschaltet ist. Sie ist zwar nützlich, um sich im Führerstand zu orientieren, kann aber die Sicht aus dem Fenster erschweren. Daher sollten Sie sie immer ausschalten, bevor Sie losfahren. Okay. Das machen wir natürlich hier alles vorbildlich. So, Licht aus. In Großbritannien dienen die Zugspitzensignale eher dazu, dass andere den Zug sehen können, als dass sie für den Lokführer selbst von großem Nutzen sind. Stellen Sie die Zugspitzensignale auf Tagfahrt ein und achten Sie darauf, dass die Zugschlussleuchten ausgeschaltet sind. Ja. Nachtzugspitz, Tagzugspitz brauchen wir. So. So, Rücklichter auf aus. Genau, die sind ja gerade eingeschaltet bei uns. Während die Fahrgasttüren geöffnet sind und Fahrgäste einsteigen, werden Sie feststellen, dass der Balken oben links langsam ansteigt. Ja, und da tut sich nichts. Wenn der oberen Rand erreicht hat, ist das Ziel erreicht und Sie können die Türen schließen. Nachdem die Fahrgäste in den Zug eingestiegen sind, schließen und verriegeln sie die Türen mit der Taste zum Schließen der linken Türen. Das ist witzig, sie reden zwar von der Anzeige für die Befüllung, aber die bewegt sich gar nicht. Naja, okay. Stellen Sie den Richtungswender auf Vorwärts. Haben Sie den Richtungswender geändert? Das war doch immer Richtungstasten nach oben früher, ne? Achso, das sind diese britischen. Ja, okay, das ist ein bisschen anders. Okay. Hallo? Wieso lässt der sich hier nicht verstellen? Was ist denn hier los? Jetzt. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Jo, gerne. Ein bisschen schöneres Wetter wäre nett gewesen. Hallo? Bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ding hier. Wie schnell dürfen wir denn hier? 100? Ja. Das sollten wir aber nicht ausfahren. 600, 700 Meter, dann müssen wir nämlich schon wieder anhalten hier. Deshalb gehe ich mal hier auf aus. Also hier hakt es ein bisschen mit der Außenansicht. R3 reagiert hier gerade gar nicht. Jetzt. Ist ein bisschen suboptimal, ne? Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Verwenden Sie den Kombihebel, um die Bremsen so anzulegen, dass Sie an der angezeigten Markierung auf dem Bahnsteig zum Stehen kommen. So, jetzt haben wir wieder dasselbe Spiel. Ich versuche jetzt gerade wieder in die Lok zu kommen. Aber der R3-Taster ist irgendwie, ja. Jetzt bin ich sogar ein bisschen zu früh angehalten. Junge. Ich glaube, wir haben hier zwei Haltestellen. Wir werden das nur ganz kurz machen und dann schauen wir uns natürlich den Rest hier auch noch an, was es schon bereits zu sehen gibt. Sagen wir es mal so. Dieser Bahnsteig befindet sich auf der rechten Seite. Sie müssen daher den rechte Türen öffnen Knopf verwenden, um die Türen zu entriegeln und zu öffnen.
Achten Sie auch hier wieder auf die Zielanzeige auf dem Head, die Ihnen anzeigt. Ja, so, jetzt sehen wir links auch hier den neuen Balken für den Fahrgastzustieg. Das sollte jetzt ganz fix gehen. Jawohl, ja. Drücken Sie die Taste zum Schließen der rechten Türen, um die Türen zu schließen und zu verriegeln. Fahren Sie den Zug ohne weitere Anweisungen zum nächsten Bahnsteig und sehen Sie, wie Sie zurechtkommen. Ja, schauen wir mal, ne? 715 Meter bis Metro Nord. Und dann schauen wir mal, was sonst noch hier so geboten ist. Ich wollte auch einen kurzen, verträumten Blick auch natürlich nochmal in den Content Creator werfen. Für alle Kreativen unter euch. Also 50 sollte ja tatsächlich reichen. Wir fahren hier gerade mal 750 Meter. Wir spielen ja eh nicht auf Zeit hier, also insofern. Also das neue Ober-Display, ich nenne es mal Overhead-Display jetzt einfach mal, in der Mangelung einer besseren Formulierung, gefällt mir ganz gut, sieht sehr aufgeräumt aus, ne? Finde ich schön. Bloß wie gesagt, das neue Digital-Display, das haben wir noch nicht. Jedenfalls nicht mit dieser freien Version. So, da sind wir auch schon. Rollen wir mal ganz lässig rein hier. Na? Reicht's? Reicht's? Yes! Und damit sollte das erledigt sein, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, was hier mit der Außenansicht. Das hakt an allen Ecken hier. Schreibt mir mal, ob ihr das Problem auch habt oder ob ich einen neuen Controller brauche. Keine Ahnung. Also bei anderen Spielen habe ich das Problem nicht mit der R3-Taste. Damit ist dieses Modul abgeschlossen. Wenn Sie es wiederholen möchten, können Sie jederzeit über das Trainingszentrum darauf zurückgreifen. Okay, so, also wie gesagt, ne, hier habt ihr wie gewohnt eure Academy, wo ihr die verschiedenen Loktypen und auch Standardprozeduren durchfahren könnt. Das Trainingszentrum hat sich jetzt hier auch nicht groß optisch verändert. Das brauchen wir jetzt nicht ganz durchlatschen. Das kennt ihr, ne? Also das ist immer noch da. Ihr könnt da jetzt ein bisschen weiter rumlaufen und hier extra Goodies einsammeln, ne? Aber sonst, wie gesagt, alles beim Alten, nur mit neuem Layout hier, insbesondere das Menü. Ich finde es ja sehr nett, dass TrainSim World 5 jetzt so unsere Kanalfarben benutzt. Das finde ich sehr passend. Sehr praktisch, finde ich gut. So, ja, jetzt schauen wir mal. Also, wir haben ja hier noch den Creators Club. So, hier haben wir jetzt einen Moment. Das kenne ich noch gar nicht. Also hier haben wir Lackierungsgestalter. Das sollte euch allgemein einen Begriff sagen. Da sage ich immer, Leute, ne, wer so kreativ ist, setzt euch rein, probiert, macht. Ne, also ihr könnt unter allem, was ihr aktuell an Rollmaterial habt, loslegen, euch austoben mit Aufklebern, mit Stickern, mit Farben, mit Buchstaben, wie im Vierer schon gehabt, ne? Szenarios natürlich könnt ihr für alle eure Strecken entwickeln, auch das ist nichts Neues. Das hier kenne ich noch nicht, den Zugverband-Designer.
Neu hinzufügen. Okay, warte mal. Neuer Zugverband. Wir machen mal so einen Test hier. Warte, Zugverband Ersteller? Moment. Offiziellen? Ich nehme offiziell. Mal sehen. Was soll denn das heißen? Nehmen wir jetzt mal. Warte mal. Wir reden ja jetzt von einem Zugverband. Also, jetzt warte mal. BR112 nehmen wir hier jetzt mal zum Beispiel. Und, ist das mal gucken. Moment, kann ich den bearbeiten? Okay. So, da müsste ich doch aber jetzt was noch hinzufügen können, oder? Ich blick das noch nicht so ganz. Moment. So, jetzt warte mal. Ich nehme jetzt einfach mal wahllos irgendwas. Okay, also den würde er da jetzt hinzufügen. Ich speichere das jetzt einfach mal so, einfach mal aufs Gag. Also hier haben wir jetzt eine Lok und einmal Rollmaterial. Aber das Rollmaterial zeigt er gar nicht an. Also ich will da jetzt natürlich auch keine große Wissenschaft draus machen. Da muss ich mich in aller Ruhe nochmal mit befassen. Aber normalerweise wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass wir jetzt beide sehen müssten. Nicht nur die Lok. Aber, ne, also ihr könnt mir natürlich gerne mal schreiben, ne, wie das, ja, wie das aussehen soll oder wie das funktionieren soll. Ich habe da irgendwie keine Aktien drin. Also auf jeden Fall, das ist mir neu, das habe ich noch nicht gesehen, es sei denn, mir ist irgendwas entgangen. Kann ich den jetzt auch hier wieder löschen? Warte mal, dass wir hier im Fall des Falles dann wieder bei Null anfangen können. Jawohl, okay. Ich glaube, da muss sich der Papa mal das eine oder andere Video angucken. Hier im Kreativnetzwerk findet ihr natürlich wieder benutzererstellte Szenarios, Lackierungen und ich nehme mal an, wahrscheinlich auch Zugverband oder Zugverbände in dem Fall. Okay. Über den Store brauchen wir jetzt nichts sagen. Es gibt auch weiterhin die Reisen. Auch die gibt es immer noch. Das heißt, wieder eine Mischung aus Szenarien und Fahrplan. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir gehen jetzt mal zu den Zügen. Denn auch wenn wir jetzt oder ich jetzt hier noch keine Transim World 5 Strecke habe, würde ich natürlich gerne wissen, wie ist die Performance gerade von älteren Strecken, also nicht 4, sondern vielleicht noch davor, 3 oder 2, jetzt in Transim World 5. Dazu nehmen wir mal wirklich eine alte Strecke. Nämlich hier. Moment, wo ist sie? Hallo? Wo bist du? Hier, die Isle of Wight, die gute alte Isle of Wight. Genau. Gibt es da nicht sowas wie ein Training? Ich wollte jetzt hier nicht eine ganze Strecke fahren. Moment. Moment, Moment. Nee, das bin ich. Hatte Isle of Wight nicht eine eigene? Hä? Moment. Das macht mich jetzt gerade so ein bisschen nervös hier. Warte mal kurz. Also ihr seht, ich bin auch mehr oder weniger das erste Mal mit euch hier unterwegs. Deshalb nicht wundern, wenn ich hier ab und zu mal so ein bisschen planlos durch die Gegend reise. Hier übrigens schnelles Spiel, ne? Also wenn ihr mal was spielen wollt, das wird jetzt unterschieden zwischen Strecken, die
weniger als eine halbe Stunde lang sind oder mehr als eine halbe Stunde, ne, je nachdem, wie ihr Zeit habt, könnt ihr das dann machen. Ne? Also hier haben wir übrigens auch nochmal die Reisen, also Eisenbahnreisen. Ne, also das kriegt ihr also von mehreren Seiten jetzt zu packen. Ich will jetzt nochmal probieren. Ich hatte doch vorhin hier, da genau, Gottes Willen. Wir machen mal schnell hier die Einführung für die Class 483 von der Isle of Wight. Das ist genau richtig von der Zeit her. Weil das ist tatsächlich, Leute, ein Szenario, wo ihr einen ganz kleinen Teil habt, wo ihr tatsächlich einmal eine Schaffnertätigkeit ausführt. Also ich denke mal, in der Vollversion werdet ihr die Strecke wahrscheinlich tatsächlich als Schaffner fahren können. During this brief introduction, we will go through the start and stop procedures. Okay, dann fetzen wir mal kurz rüber. Es gibt ja eine neuere Version von der Isle of Wight. Ihr erinnert euch, die hatten wir auf der Xbox auch mal gespielt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin nach wie vor ein ganz großer Fan der alten Modelle, die hier. Die haben ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Charakter. Weißt du, ist einfach was Besonderes, finde ich. So, dann machen wir mal ganz schnell hier das Ganze an. Moment. So. Moment, nicht so schnell, mein Freund, nicht so schnell. Alter Mann bei der Arbeit. Insert the reverser key. Ah, das ist so der typische britische ältere gesetzte Herr, das gefällt mir richtig gut. To the forward one position. Okay. Now move the train brake into the released position. Machen wir. Gelöst. Move the master controller into the shunting position to start moving. Okay, ich musste jetzt ihn unterbrechen und schalten, weil sonst wären wir rückwärts hier rausgerollt. Das ist auch nicht Sinn der Sache. To prepare the multi-unit for stopping, you can use the brake lever. Set this to EP hold. Na, hier geht's jetzt so einigermaßen wieder mit dem R3-Knopf. Ich muss das mal checken. Aber das habe ich wirklich nur bei diesem Game. Was haben die mit dem R3-Knopf gemacht? So, wir werden jetzt gleich den Zug auch zurücksetzen müssen. Jetzt kommt erstmal so eine kleine Rangierfahrt. Ihr wisst ja, ich bin so ein Fan der alten Kästen. Da müsst ihr jetzt durch. Et voilà. So. Zugbremse auf EP Max ist gecheckt. Fahrtrichtungswender auf aus. Jawohl. Und Richtungswenderschlüssel auf aus. Jawohl, ja. So, dann noch den Hauptschlüssel natürlich. Selbstverständlich. Moment. So. Ups, Moment. Stopp. Jetzt. Headlights are important in letting others around know that this multiple unit is operational. Go to the opposite cab to start this service. Okay. So, wir sind also jetzt auf unserer Wendeposition angekommen. Wir stravanzen jetzt kurz an das andere Ende des Zuges und beenden die Tour. Keine Angst, ist eine Mini-Tour, ist jetzt nicht so wirklich lang. Ganz einfach, um euch nochmal gleich diese eine Szene zu zeigen, die ich meine. Das ist bis jetzt übrigens die einzige, die ich gefunden habe, wo also der Schaffner angedeutet wird schon mal. Jedenfalls hier in der kostenlosen Version. Habe ich hier schon Hauptschlüssel ein, Hauptschlüssel aus. Das müssen wir hier einmachen, da hilft ja nichts. So, und jetzt hinsetzen wieder auf die vier Buchstaben, Richtungswende rein. So, dann würde ich sagen, auf vorwärts, natürlich, Bremse raus und ab geht die wilde Fahrt. Jawohl, ja.
Ein wunderschöner, wie es aussieht, sonniger Morgen auf der Isle of Wight. Nice. Uiuiuiui, da ächzt und kracht es im Gebälk. Aber das liebe ich so an den alten Zügen. Da hört man was, es bewegt sich was und ja, vor allen Dingen es knirscht etwas. Das war jetzt eine Punktlandung, würde ich sagen. So, und hier ist das jetzt, was ich meinte. Achtung, Passagiertüren. Gehen Sie zu den Zugbegleitertafeln, um die Passagiertüren zu öffnen. Das ist jetzt tatsächlich hier in der freien Version der einzige Hinweis, den ich bis jetzt gefunden habe, auf die Schaffnertätigkeit. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin. Und diese Tafel, die habe ich tatsächlich früher hier nicht gesehen. Jetzt öffnen wir als Schaffner die Türen für den gesamten Zug. Na, hier stehen wir und keiner steigt ein. Wollt ihr mich verkohlen hier oder was? Okay, wir gehen schon mal rein, weil ich denke, wir müssen gleich die Türen schließen. Jetzt ist die Frage natürlich hier von diesem Platz aus als Schaffner oder als Lokführer. Ja, Türen verriegeln. Warte. Kann ich das hier? Zugleiter öffnen. Ah! Okay. Hä? Hat er jetzt nur die eine... Moment, hat er jetzt nur die eine Tür geschlossen? Tatsächlich. Gut, dann hilft's nichts. Dann müssen wir schnell nach vorne. Ja, das wäre es jetzt gewesen, ne? Na gut. So, jetzt aber. Move the master controller into the full series position to start. Genug gesabbelt, wir wollen abfahren. So, wir müssen gleich aufpassen, weil ich weiß, jetzt kommt gleich so ein Tunnel, da geht's ganz fies nach unten. Da müssen wir gleich ein bisschen gegenbremsen auch. Wir machen mal das Führerstandslicht ein, weil gleich wird's dunkel. Richtig dunkel. Das habe ich früher mal vergessen, das war richtig gruselig. Vor allem, man sieht ja auch nichts von den Bedienungen, null. Das machen wir diesmal nicht. So, hier müssen wir schon das erste Mal so ein bisschen anbremsen. Ja, ich mag das ja eigentlich sonst nicht mit der Zielanzeige, aber jetzt für die Probefahrten lass es einfach mal so. Ah, die Karte von Isle of Wight, schön wie eh und je. Und auch dieses Führerstandshäuschen, rustikal und wunderschön. Wenn man auf so alte Dinge steht wie ich, ist klar. So, jetzt bin ich vor lauter Schwärmerei hier fast komplett stehen geblieben. Das wollen wir natürlich nicht. So,
So, jetzt müsste gleich eine Kurve kommen. Jetzt müsste es eigentlich wieder bergauf gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jawohl. Die rettende Oberfläche. So, dann können wir hier schon mal das Führerstandslicht... Nee, das lassen wir mal ein, weil ich glaube, wir müssen nachher noch zurück. Wir lassen es erstmal an. Sicher ist sicher. Ja, ich hätte ein bisschen weiter vorfahren können, aber... Okay. Sind wir mit dem Hintern wenigstens komplett drauf? Ja, komm. Wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst, ne? Wir sind hier komplett auf dem Bahnsteig, da kann sich keiner beschweren. Alles gut. Wieso ist denn hier das Licht nicht an? So, jetzt. Tschüss. In Manieren hier. So, ich wollte jetzt mal gerade was gucken. Wieso hat der... Ach so, da oben macht man das Führerstandslicht aus. Ah, okay. Ich dachte, es wäre derselbe Knopf. Ein- und Ausknopf. Aber nein, es ist ein Ein- und ein Ausknopf. Naja gut, wenn es gut tut, dann machen wir das auch. Gudi, dann Abfahrt zum Kopfbahnhof Right Pier. Dem schönsten Streckenabschnitt der gesamten Strecke. Ich liebe es, über Wasser zu fahren. Versagt, ja, ich wollte schon gerade sagen, jetzt versagt mir hier wieder der Dienst bei der R3-Taste. Das macht diese Karte für mich, so klein wie sie ist, immer noch zu einer der schönsten Karten hier mit diesem Pier. Dazu diese Tube-Legende, die wir hier fahren, kann man einfach nicht schlagen. Aber ich weiß, das ist Geschmackssache. Viele stehen eher auf die neueren Sachen, ich eben halt auf die älteren. Ich weiß, es gibt auch viele schöne neue Loks, neue Triebwagen. Mag ich auch gerne, aber wie gesagt, die Oldies habe ich so ein bisschen in mein Herz geschlossen. Tada! So, ja, hier abrüsten und wettrüsten. Ja, wir machen uns jetzt hier mal weg. Und bereiten die Rückfahrt vor. Wir müssen mich den ganzen Bums nochmal ganz kurz zurückfahren. So. Türen sind entriegelt. Wieder verriegeln. Ich will mal ganz kurz gucken, ist hier alles an? Warte mal, Frontscheinwerfer an. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob hier alles so eine Richtigkeit hat. Wenn schon, dann richtig, ne? So, Licht ist an. Passt. Wir fahren jetzt vorbei an Esplanade. Okay. Da ist diesmal kein Halt. Jetzt mal gucken, Richtungswender brauchen wir noch. Mein Gott, den habe ich fast vergessen. So. Hallo? Ist der Schlüssel gar nicht drin? Warte mal. Das hat er mir gar nicht angezeigt, der Sack, ne? Ja, der wollte mich hier reinlegen. So leicht nicht, meine Freunde, so leicht nicht. Gut, dann mache ich jetzt schon mal die Führerstandsbeleuchtung wieder ein. Weil, wenn wir da nicht halten an den Esplanades, geht's gleich wieder in den Tunnel. Bevor ich es vergesse, also gleich das Licht anmachen.
Also ich finde es witzig, dass sie sogar bei dieser alten Strecke eine Schaffnerfunktion eingebaut haben. Nachträglich. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn meine Version vollwertig ist, eine vollwertige TSW 5 Version. Ja, ob wir dann vollständige Schaffnerfahrten hier auf der Isle of Wight machen können, das wäre eine coole Sache in diesem Klassiker. Da hätte ich richtig Lust drauf. Okay, weiter geht's. Es geht wieder in die Dunkelheit. Aber die Funzel da von dem Ding bringt ja gar nichts, ne? Das ist dunkel wie im Kaninchenhintern. So, jetzt geht's langsam wieder bergauf. Jetzt dürften wir gleich ein bisschen Fahrt verlieren. Na? Das ist witzig. Wir haben 1,5% Steigung. Wir verlieren keine Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, auch in Wright St. Jones werden wir nicht halten. Wir fahren durch. So, wir machen uns mal schnell bemerkbar. Ah, ja, gerade auf grün gewechselt, sehr gut. So, wir sollen jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen rangieren, weil wir sollen jetzt zum Wright St. Jones Depot. Okay. Das dürfte so passen. Jawohl. So, okay, wir müssen wieder umdrehen, mal wieder. Und zurück geht's zum Wright St. Johns Depot. Ein Hin und Her heute. Wieso sind die ganzen Leute noch drin? Wollen die auch hier aufs Abstellgleis? Sehr komische Leute hier. Naja. Wenn sie wollen, ne? So, Hauptschlüssel ist ein. Warte mal. Das scheint alles drin zu sein. Ich hoffe es mal inständig. Moment, stopp. Jetzt. Ich wollte schon sagen, hab doch nichts verlernt hier, oder? So,
So, wir machen jetzt mal nicht so schnell, weil es eine Rangierfahrt. Ich habe das Gefühl, da ist noch ein Wagen, da werden wir wahrscheinlich ankoppeln müssen, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir mal, ob ich mich da richtig erinnere. Ich meinte, wir müssen ankoppeln. Na? Na? Das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus. Wir sind richtig schön nah dran. So, dieser Taster wird benutzt, um die beiden Einheiten zusammenzukoppeln. Finde ich gut. Das sollten wir auch tun. An Formation ankoppeln. Was macht er denn da oben? Was soll das da oben jetzt? Bin ich dran oder bin ich dran? Ja. Okay, sehr gut. Also, Zugbremse auf Max, natürlich. Hallo? Ach so, auf der anderen Seite. Oh, Moment, 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 Moment. Da haben wir uns falsch verstanden hier, ne? So. Okay. Dann Fahrtrichtung Schalter auf aus. Jawohl. Die Schlüssel natürlich auch auf aus. Hauptschlüssel müssen wir auch entfernen. Und Handbremshebel auf 30%. Okay. Setzen Sie den Handbremsschraubstock, Handbremsschraubstock tatsächlich, was für ein Wort, auf vollständig angezogen. Okay, dann wollen wir mal sehen, dass wir das hier gebacken kriegen. Ja, das ist oldschool, ne? Ersetzen Sie die Zugbremse auf Westinghouse halten. Mich würde mal interessieren, wie Sie zu diesen ganzen Namen gekommen sind, ne? That is the basics covered. A manual can also be obtained that provides more details about the full functionality of this multiple unit. So, ich kann jetzt nur oberflächlich ein bisschen sprechen, so jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Ich sehe schon oder meine zu sehen, dass hier nochmal ein bisschen poliert wurde, gerade bei dieser ganz alten Strecke, die wir jetzt gerade gefahren sind, für Train Sim World 5. Hier hat man tatsächlich, jedenfalls bei der Isle of Wight, tatsächlich, das wollte ich doch jetzt gar nicht, da haben wir tatsächlich einen ganz kurzen Teil mit einer Einweisung als Schaffner in eine Schaffnerfunktion. Finde ich sehr cool, wie gesagt, aber wir können es ja leider nicht spielen, ne? Wie gesagt, das geht nur, wenn ihr, ich wiederhole mich da, aber ich muss es immer wieder sagen, nicht, dass es da wieder Missverständnisse gibt, wenn ihr eine Vollversion oder zumindest eine Strecke von Train Sim World 5 erworben habt. Ne? Dann werden wir uns das Ganze selbstverständlich nochmal deutlicher und noch viel genauer anschauen. Wir werden in den nächsten Tagen natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen mehr fahren. Ich wollte jetzt erstmal nur einen ersten Eindruck kurz loswerden, weil wie gesagt, ja, es ist heute ein bisschen spät geworden mit der Arbeit und es hat lang gedauert, den ganzen Bums mit den ganzen Strecken runterzuladen. Deshalb eben halt müssen wir uns heute in der Kürze der Würze und umgekehrt begnügen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, wir werden uns sehr bald hier wiedersehen in Train Sim World 5. Wer weiß, vielleicht dann schon mit einer ersten Train Sim World 5 Strecke. Müssen wir mal schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Läutet gerne die Glocke, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder guten Morgen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü, tschü.